Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ich starte heute ein neues Let's Play, und zwar spiele ich Clash of Clans. Ja, und ich spiele das mit einem PlayStation 3 Controller am PC. Dazu wird demnächst auch ein Video kommen, wie das geht. Aber ich denke mal, einige, die sich mit Clash of Clans schon mal befasst haben, die sollten das wissen. Ja, ich beginne nicht von vorne. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ich mal ein neues Profil erstellen soll. Aber das hier ist das, was ich schon eine Weile habe hier. Level 56. Die Goldminen, die sind bald alle Level 11. Die hier werden gerade geupgradet. Hier Elixiersammler sind auch bald alle Level 11, aber die hier sind gerade noch Level 10 ein paar. Dann meine höchste Leckersammler ist 9. Da habe ich Drachen. Und ich habe alle Truppen auf Level 4, außer Kobolder. Die habe ich auf Level 3. Und die hier, die Ballon-Typis, weil ich finde diese nicht so gut. Und dann die Barbaren, die habe ich schon auf Level 5. Und Heiler erstmal auf Level 2 und, ja. Dann erstmal die Hindernisse entfernen, damit ich noch ein paar Juwelen kriege, so. Zack. Hier ist nichts mehr, okay. Dann habe ich meine Goldlager 2 auf Level 11, 1 auf Level 10. Und hier Elixirlager auf Level 10. Ich spare gerade auf Packers und, ja. Zaubersprüche. Habe ich, hier, bis zu dem hier, alle. Dunkle Gelände habe ich auf Level 2 und, ja, bei Clash of Clans, da werde ich immer Videos machen, wenn ich was Neues geschafft habe, also wenn ich dann eine Kassette auf Level 10 habe, kommt ein neues Video, oder wenn ich einen neuen Zauberspruch freischalte oder irgend sowas. Aber es wird jetzt auch kein extra Video kommen, wenn ich jetzt eine Goldmine auf Level 11 verbessert habe, weil das ist ja nicht sehr interessant. Außerdem wird es dann kein ordentliches Video, das ist dann ja bloß 50 Sekunden lang. Das ist dann ja ein bisschen sinnlos. Struppen, nö. Jo. Dann zeige ich euch mal meinen Clan. Wenn ihr auch Clash of Clans habt, dann kommt hier rein. Es ist auch voll egal, welche Level ihr seid, weil ihr seht, hier sind nicht so viele gute drin. Ja, der hier, der ist aus meiner Klasse, der Nickmuck. Den können wir uns mal anschauen. Der hat eine ganz gute Burg. Naja, geht so. Rathaus Level 8 hier. Dunkler Kessler hat der schon Level 3. Und der hat auch schon Packers, glaube ich. Ja, oder? Hat der Packers? Ich glaube, ich sehe hier keine Kessler auf Level 10, oder? Ich weiß es nicht. Hat denn der Kessler Level 10? Ich glaube nicht. So, dann gehen wir mal nach Hause. So, jetzt, das war sein Profil, was er auf dem Handy hat, glaube ich. Und jetzt zeige ich euch noch das Profil von ihm, was er aus seinem iPad spielt. Das ist hier. Besuchen. So. Die Burg ist schon einiges besser. Hier hat er Packers. Wie man auch hier sieht. So. Zwei Teslas in seinem Rathaus. Ich weiß nicht, ob es das bringt. Wie viel dunkles Alex hat er? Ist auf alle Fälle schon auf Level 2, das Alex-Lager, also 6000 hat er schon einen Barbarenkönig. Falls ihr jetzt das Tippen vom Controller hört, das verzeiht mir das, ich glaube, aber das ist nicht so schlimm. Ja, so, ich bin hier gerade im Clankrieg, aber wir verlieren voll. Wir kriegen voll aufs Maul. Ich habe zwar schon angegriffen. Und zwar den hier. Könnt ihr euch ja mal angucken. Weil habe ich verkackt. Ich habe gedacht, wenn ich Luftabwehr wegmache, kann ich dann die Burg mit den 6 Drachen abräumen. Aber war dann ja anscheinend doch nicht so. Ja. Wir räumen das jetzt hier schön ab, die Burgis. Und ja. Die Burg ist ja schon die Luftabwehr erstmal. An der Seite da. Und dann setze ich dann, wenn die Luftabwehr kaputt ist, was sie ja jetzt schon sind, setze ich dann die Drachen. Und da habe ich gehofft, dass die Drachen die Magiertürme wegholen. Und dort hinten, dass die Drachen da was wegholen, aber haben sie dann anscheinend nicht so wirklich was geschafft. Da hinten wurden die Drachen direkt von den Magiern, die er in deiner Clanburg hatte, weggeholt. Also
Ja, und da sind die Drachen auch gleich schon tot. Also, ist nicht so geworden, wie ich mir gedacht hatte. Jetzt kriegen die Drachen ziemlich schnell aufs Maul von den Magiertürmen und von den Bogitürmen, die ja beide schon Level 6 und Level 7 sind, die Bogitürme. Da geht der Eilendrache auch noch da unten auf den Elixiersammler, anstelle auf die Kanone oder auf den Bogiturm zu gehen. Das war auch ein bisschen Pech. Und da ist der Eilendrache gestorben. Jetzt ist da noch, dann setze ich meine letzten Barbaren, die ich noch habe, und die 6 Bogis. Ich hoffe, dass die noch die Elixier- und Goldlager da abräumen, aber schaffen es auch nicht mehr. Der eine Drache da drüben, der stirbt jetzt langsam und der andere auch. Jetzt ist der letzte Drache weg. Nee. Jetzt ist der letzte Drache weg und dann kriegen die Bogis noch aufs Maul. Obwohl die es ja fast geschafft hätten. Aber dann habe ich leider verloren. Aber ist ja auch nicht so schlimm. Jo. Ich kann euch nochmal die Burgen. Ach nö, kann ich doch nicht, keine Lust. Das geht gerade nicht wegen Facebook. Ich habe hier mit Google Plus ein bisschen was falsch gemacht, deswegen. Ich glaube das gerade nicht. Ja, ich würde mal sagen, wir machen einen Kampf jetzt. Ich bilde mir jetzt mal Truppen aus, und zwar bilde ich mir aus 3 Drachen. Dann, was bilde ich mir noch aus? Auf alle Fälle hier riesenvoll, mache ich immer so. Und die restlichen 80, da kommen jetzt noch ein paar Mauerbrecher. So 5 Stück. Und die restlichen sind Bodentruppen dann. So, jetzt gehen noch 40. Ich überlege gerade, mache ich mir noch ein paar Schweinereiter. Ah ja, komm, ich mache die restlichen Schweinereiter. Komm. 70 und 180, so. Dann. Ich bin nicht so geizig mit den Juwelen. Ich habe zwar gerade eine Weile gespart, aber. Ich hole mir bald wieder eine Google Play-Karte für 15 Euro. Kaufe dann mal ein paar Juwelen. Von den Juwelen kaufe ich mir dann den Barbarenkönig. Davon mache ich dann auch ein Video, wenn ich den habe. So, jetzt hier noch die am teuersten bei unten. So. Dann sind alle voll. Und mal gucken, ob wir einen guten Gegner finden zum Angreifen. Dann hier, zack. Angriff finden. Angriff finden, Match finden. Ja, die Burg würde ich kriegen, aber die hat mir ein bisschen zu schlechten Loot. Mal weiter. Kannst du den Gebell. Was hat der? Der hat noch schlechteren Loot. Weiter. Der ist noch schlechter. Der hat auch so wenig Gold. Mann, ey, das lohnt sich ja gar nicht. Der lohnt sich erst recht nicht. Bloß wegen den Trophäen dann, aber um die Trophäen geht es mir nicht wirklich. Der hat 115.000 Elixier. Und er hat eine Luftabwehr ganz in der Mitte stehen. Ne, den greife ich nicht an. Dum, dum, dum. Der. Kriegt den? Der hat einen Barbarenkönig. Wenn ich hier. Also, der hat seine Luftabwehr da stehen. Die könnte ich abräumen mit den Schweinereitern. Dann. Ja, das mache ich so. Also, als erstes erstmal. So, alle 8 Riesen hier hin. Zack. Die zum Tanken vorschicken. Dann hier einen Mauernbrecher hin. Und noch einen. Und ja, und dann da drüben packe ich dann die Schweinereiter hin. So. In dieser Stunde ist ganz schnell die Kanone. Und dann die Luftabwehr und den Magertor. Und, jawohl. Und die Riesen da drüben haben nicht mal den Magerturm gekriegt. Boah, Alter. Dann schicke ich jetzt einfach meine Drachen hier rein, komm, YOLO. Und sie gehen natürlich nicht auf die Luftabwehr, das war so klar.
Aber der hat jetzt außer den zwei Bogi, drei Bogitürmen keine Luftabwehr mehr. Mein einer Drache ist auch schon wieder gestorben, also. Ich schick mal meine anderen Bogis. Erstmal ein paar, damit der Magierturm auf die geht. Ach, geht das sowieso nicht, weil er so eine kleine Range hat. Scheiße, dann hätte ich jetzt hier die drei letzten drei Mauerbrecher. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Ja. Sieht nicht gut aus. Und da hat er da drüben noch einen Tesla, den muss ich wegkriegen. Los, greift alle den Tesla an, Mann. Los. Den kriegt ihr, den Tesla. Los, 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 los. Jawohl. Sie könnten 50% schaffen. Ja, 50% schon mal gewonnen. Aber ich will sein ganzes Alex haben. Meine Drache stirbt jetzt. Oder stirbt er? Ja, der stirbt. Schade. Aber mein anderer Drache macht hier noch ordentlich was kaputt. Der kriegt jetzt noch das andere Elixier. Zumindest ein bisschen was. So. Eigentlich kann ich aufgeben, aber ich will wenigstens noch den zweiten Stern haben. Boah, da geht er auf den Minenwerfer, ey. Los, jetzt geht er mal auf das Rathaus. Boah, da geht er auf den Barbarenkönig. Sein Ernst? Und der ist tot. So. Der hätte jetzt eigentlich noch locker das Rathaus abräumen können, aber macht er lieber nicht. Boah, lass mich doch jetzt. Oh, ich wurde in der Liga platziert, Silber 1, schön. So, ja, Leute. Schreibt mir in die Kommentare, mit welchen Truppen ich das nächste Mal angreifen soll. Das nächste Clash of Clans Video kommt dann entweder, wenn mir einer Kommentare geschrieben hat, mit welchen Truppen ich mal angreifen soll. Also, wie gesagt, ich habe alles bis Drachen. Und Tränke bis... Ist das Wutzauber? Ich glaube schon. Warte. Ja, Wutzauber bis Wutzauber. Die Tränke habe ich alle, also schreibt in die Kommentare, mit welcher Truppenzusammenstellung ich spielen soll. Ich habe 180 Armeelagerplätze frei. Ja. Und ansonsten, wenn mir keiner was in die Kommentare schreibt, dann kommt das nächste Video, wenn ich Packers habe. Oder hier mein Rathaus geupgradet oder was weiß ich. Dann würde ich sagen, ciao Leute und bis zum nächsten Video.